Sorry, aber so muss hier die Folge anfangen. Guten Tag, ihr Leid. Wiener, vielleicht gestern noch mitgrietern. Sie mir eigentlich ziemlich okay auf dem Eindringling gelandet. Moment, ich kann euch das einmal schnell zeigen. Du bist hier, der Eindringling. So, und wir machen jetzt uns auf den Weg zu der Sonne. Da müssen wir nämlich hin, weil, um da hinzugehen, wo wir hinwollen, komm doch mal her. Warte mal, kann ich schon irgendwie rauszoomen, so, dann sehen wir das besser. Um da hinzugehen, wo wir hinwollen, müssen wir an der Sonne vorbei, damit das Eis schmilzt. Was für Eis, zeige ich euch jetzt. Das haben wir ja jetzt schon zweimal oder so gemacht, ne? Also wir sind mehr oder weniger am Äquator. Und da suchen wir jetzt so eine Fläche, so wie das hier. Eigentlich so ziemlich genau das hier, ne? Also so, wo Steh ist. Hoppala, zeige ich doch natürlich fest. Ich muss hier sehr vorsichtig sein mit der Düse, ne? Welche, wo halt Steh sind, so. Und die... Na komm her, ist schon noch. Und die Steh, so, sind dann da so ein bisschen Eis dazwischen. Jetzt müssen wir halt warten, wo ist denn die Sonne? Hallo, da haben wir noch ein bisschen was vor uns hier, oder? So, was machen wir jetzt in der Zeit? Ich erzähle ein bisschen. Ich weiß nicht, ich habe ja die letzte Folge auch wieder ordentlich über das Spiel abgelästert. Und es ist halt wirklich so. Das Spiel ist eine, es ist übrigens, Moment, es ist übrigens gut, dass das Schiff noch hier ist, weil, solange wie mir nämlich warte, bis das so auftaut, kennt man dann nämlich uns, unser Sauerstoff immer wieder aufladen. Und wenn ich sie finde, unser Sprit. Zack. Das ist voll praktisch, ne? Wir müssen es halt nur irgendwie mehr, gell? Dass man da nicht dauernd hingehen. Ich dachte jetzt eher, wir müssen uns halt nur mehr, gell? Also, warte, wir gucken mal. Da ist die Nase vom Schiff, ne? Ich laufe jetzt einfach mal geradeaus. Wir müssen uns natürlich halt merken, ne? Wo das Eisding ist, eigentlich genau geradeaus von der Nase vom Schiff. Jo. So. Was macht die Sonne? Oh, sie kommt schon näher. So, was ich sagen wollte ist, das mit dem Spiel, das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und sie tendiert aber im Moment zu... Oh, nervt mich einfach nicht. Es ist halt so oft, wo du entweder nicht weiterkommst. Ich meine, mittlerweile ist mir ja alles scheißegal. Ne? Lese ich alles im Internet. Das würde ich ja jedem empfehlen. Wenn ihr Bock auf das Spiel hat und so und ihr lese im Internet, bloß nicht nur lese, hier alles selbst entdecke, auf keinen Fall Tipps im Internet hole, sowas. Dann, wenn ihr da Bock drauf habt, dann mache das so. Aber ich sage euch, wenn ihr irgendwann nämlich weiterkomme im Spiel oder denke, warum geht denn das nicht sowas, dann lese es im Internet nur. Es bringt halt einfach null. Ja, da war noch ein bisschen. Es bringt halt einfach null, so lang mit dem Kopf gegen die Wand zu hauen, bis der Kopf platt ist, weil die Wand nicht kaputt geht. Weil das vielleicht gar nicht davor gedenkt ist. Ich könnte mal Licht da machen. Das, was man eigentlich gedenkt hat, wie es funktioniert, so funktioniert es vielleicht gar nicht. So, und deshalb würde ich sagen, ey, es gibt genug Guides, also ich habe einer hier von, Moment, kann man ja gucken, oder? Ich bleib mal hier drin noch ein bisschen stehen. Polygon, was weiß ich was. polygon.com/outer-wilds-guide. Ja, so irgendwie sowas. Der ist recht gut, weil du suchst da nämlich den Planet einfach aus. Immer wieder gucken, wie weit das wir schon an der Sonne sind, ne? Ja, noch ein bisschen. Du suchst da nämlich einfach den Planet aus und guckst, was du da machen kannst. Und das ist immer ein Kapitel unerteilt. Das heißt, du tust dich auch nicht, wenn du das nicht willst, zu viel spoilere. Da unten ist doch der komische schwarze Mond. So. Das heißt, du tust dich halt auch nicht zu viel spoilern.
Und du kannst immer so Stück für Stück weitermachen, sowas. Und das ist voll geil. Dann hat das Ganze ein bisschen mehr Sinn und sowas. Und du tust nicht einfach wie so ein Dödeldepp 10.000 Mal an dieselbe Stelle fliehen und es geht halt einfach nicht weiter an der Stelle. Du weißt es aber nicht. Weil das Spiel erklärt da nicht so viel, wie das praktisch wäre. So, oh, das ist voll gerade so gechillt auf der Karte hier. Gucken, wir sind doch gerade auf dem Rickfluch. Ja, ich würde mal sagen, oder? Wenn wir im nächsten Orbit sind, was ist das? Von der Untiefe quasi? Das ist ja nicht der Orbit, das ist so der Umlaufbahn. Dann, also es ist so quasi, jetzt gehen wir wieder raus. So. So, wo war denn das Nasenschiff? Da war das Nasenschiff. Die Nase vom Schiff. So, ne? So. Nee, du warst nett. Nee, will ich mich verarschen, du Schiff? War doch vorhin ganz anders da. So, da war's. Ja, da war's jetzt raus. So, jetzt gucken wir dann hin. Warte, bis es brecht. Der Berthold. Ja, noch ein bisschen an die Sonne. Ja, lese im Internet nur. Und wann dann irgendeiner kommt, also wenn ihr sagt, oh, hopp, ich komme da nicht weiter, ich lese im Internet nur oder ich habe im Internet nur gelesen, und wenn diejenige Person dann sagt, nee, darfst du nicht machen, das ist Cheater, oder nee, mach das nicht, du spoilerst dich oder so, dann kannst du überlegen, du schon dich spoilere, lese du nur, wie es weitergeht, oder du schon das Spiel irgendwann abbreche, weil du so gefrustet bist, und so aggressiv von der ganze Kacke hier. Yep. Und so aggressiv von der ganze Kacke hier, dass du einfach keinen Bock mehr hast, weiterzumachen. Dann würde ich empfehlen, das Spiel ist okay, ne? Ich würde halt dann empfehlen, dann her nicht auf die Leute, sondern lese im Internet noch. So. Und das ist so quasi. Ja, komm, dann mach ich Gas. Das ist so quasi das, was ich gemacht habe. Internet nur gelesen und dann ging es so. Ich weiß nicht, hat er mitgeredet vor ein paar Folgen. Oh, ich muss doch lieber. So, da ist schwarze Materie drin. Das wissen wir schon. Ja. Hat er mir mitgeredet, wie ich halt hier gefrustet war. Da ist schwarze Materie drin. Schwarze Materie, schwarze Materie. Wissen wir alles. Haben wir alles schon in der letzten Folge irgendwann gesehen. Oh, cool. Da ist Luft. So, jetzt gehen wir da runter und dann endet das in so einer Schleife. So, ja, ich war halt so gefrustet und war halt wirklich kurz davor, einfach zu sagen, ey, hätt mich hin herum, hey, so nett, Spiel, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Und stattdessen habe ich einfach im Internet nur geguckt und gut war's. So wie ich jetzt hier auch im Internet nur geguckt hab, weil ich so nicht weiterkommen bin. Ich kann's dir nochmal zeigen. So, hier Geistermaterie links, ne? Aber wie man gesehen hat, so, jetzt gehen wir da hin. Es ist gar nichts gewesen. Geistermaterie ganz links. Ich sah Geistermaterie. So. Ich weiß nicht. Ne? Also man sieht halt nicht, wie viele Dinger das es da gibt. So, ich kätz die ganze Sache. Oh, guck mal. Oh, man kann uns hier. Hallo. Ich kätz die ganze Sache jetzt halt ab. Und wir müssen uns hier rechts halten. Ganz rechts. Und jetzt hat hier gleich links. Und dann passt es soweit. Und dann fliehen wir da runter und da sind wir wieder stehen oder sowas. So. Und da müssen wir weitergehen. Da hin. Ah. Und das haben wir letztens nicht gemacht, ne? Wir sind da rausgekommen. Moment. Ich schieße einfach das Ding da. Ich schieße das Ding da oben hin. Das bleibt doch kleben, oder? Ja. So. Wir sind da rausgekommen. Das sieht man jetzt nicht so gut. Das da unten ist das Loch, ne? Das ist da unten das Loch. Und haben halt nicht gewusst, okay, wo geht's denn jetzt halt weiter? Hm, komisch, weiß nicht. Und dann, ja, wir hupsen mal ins Loch, ne? Wären wir da neben gelaufen, wäre alles gut gewesen. Jetzt haben wir es nämlich auch schon gepackt. So. Ja, guck mal, da leid weh. Hallo. Das ist aber noch guter Hall, ne? Klamotte ein bisschen dreckig, ja, aber generell guter Hall. So. Sorry. Das ist mir schon klar. Okay, da geht's irgendwie nunner.
eigentlich genau in die Mitte hin. In die Mitte hin und dann halt es. Okay. Das heißt, irgendwo ist Geistermaterie, aber mit dir wird doch schon in die Mitte. Gibt es doch was zu lesen? So. Bestes Beispiel zum Beispiel. Warum es so fast unmöglich ist, rauszufinden, wo du hingehst, solch in dem Spiel, war ja wohl gestern in der Folge, wo man auf dem Dingsbums der Riesen irgendwie sowas. Moment, ich gehe jetzt erstmal nur nach. So, ich soll da Mitte drin. Oh, das ist schwerelos, ne? Da ist irgendwas. Okay, wir sind hier schwerelos und ich will da hin. Geschwindigkeit anpassen, das könnte man natürlich einfach machen, ne? Linker Stick. So. Unübersetzte Nummer aufzeichnen. Okay. Dieses kugelförmige Steingebilde scheint die Quelle der Signale zu sein. Nein! Moment. Schiffslog aktualisiert und angepasst. So. Ich würde es schon gern lesen, ne? Depp. Alter. Spiel! Geh mal nicht auf den Sack. Dieses. Jetzt ist abgestürzt. Ja, okay. Na, es steht halt einfach. Okay. Dieses kugelförmige Steingebilde scheint die Quelle der Signale zu sein. Nein, vielmehr ist die Quelle darin verborgen. Ich kann hier irgendeine Art außergewöhnlicher Materie ausmachen. Okay. Der Stein verändert unsere Messergebnisse. Sie sollten mindestens 10-mal höher sein als das, was wir empfangen. Ich hab da Anfang damit geredet. Steingebilde, Quelle der Signale. Die Quelle ist darin verborgen. Okay, der Stein verändert die Messergebnisse. Sollte mindestens 10-mal höher sein als das, was wir empfangen. Hi, ich denke nicht, dass wir die Materie berühren sollten. Soweit ich das beurteilen kann, wäre direkter Kontakt damit tödlich. Ach, die Materie. Es geht, glaube ich, um die dunkle Materie oder sowas. Oder wie? So einen Stein habe ich noch nie gesehen, aber es scheint unser einziger Schutz vor dem zu sein, was da drin lauert. Leider ist die Materie darin so von so beunruhigend flüchtiger Natur. Hi, was auch immer die Materie im Innern dieses Steingebildes ist, sie ist unglaublich instabil und befindet sich unter massivem Druck. Schau dir den Scan der Dichte an. Etwas so Kompaktes habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Es ist um vieles schlimmer, als ich zuerst dachte. Sollte der Stein zerbrechen, würde sich diese tödliche Materie in Windeseile ausbreiten und das ganze Sternensystem überziehen. Und der Druck wächst immer weiter an, je näher der Komet diesem Sternensystem kommt. Ah, ich glaube, wir haben es jetzt rausgefunden, was los ist. Jetzt zum Shuttle zurück, sofort. Unsere Freunde müssen erfahren, in welch furchtbarer Gefahr wir schweben. Lass deine Ausrüstung zurück und renn. Was machst du denn, Pai? Was machst du denn, Pai? Je mehr wir über dieses fremdartige Materie wissen, desto bessere Überlebenschance haben wir. Ich werde versuchen, hier so viel wie möglich darüber herauszufinden. Geh und warne die anderen. Vielleicht können sie irgendwie eine Zuflucht bauen. Los jetzt. Okay. Gib mal Sauerstoff runter. Wir haben jetzt rausgefunden, dass der Planet diese komische dunkle Materie beherbergt und wenn der in die Sonne geht und explodiert, dann ist das ganze Universum im Arsch und genauso geht das Universum kaputt. So, des Weiteren haben wir gerade rausgefunden, ne? Sina das. Jetzt dreht sich's und jetzt hört sich's auf zu drehen, weil ich jetzt so lese, also die Zeit stoppt. Das war aber nicht immer so, oder? Es ist jetzt erst seit, ja, ach, keine Ahnung. So. Ich will da noch zu dem Nafteldohi. Ja, aber der wird wahrscheinlich nichts haben, Interessantes, schätze ich mal, ne? Na, schweben wir mal ein bisschen um den drumherum. Können wir gleich noch die Wände ein bisschen betrachten, ne? Ein bisschen näher will ich schon. Nein. Ich will eigentlich doch weiter nunna gehen, ne? Ach Gott, naja, wie mich das nervt. So, ja.
Okay, cool. Jetzt pass auf. Ja, das ist das Loch mit der Materie drin. Da gehen wir schon mal nicht hin. Und dann sind wir wohl aus. Also da ist das Loch. Da war doch aber noch irgendwo anderes. Da. Da ist auch Materie drin. Bumm. Ah, das war doch einmal dasselbe Loch, oder? Überall Materie. Nein, nein, da ist auch Materie drin. So, die zwei. Oh, ist. Ah, da. Hallo. Achso, wir könnten morgen noch ein schönes Foto machen, ne? Na her. Kollege. Ja, guckst du. So, ich tue ein schönes Foto gemacht. Ich tue ein schönes Screenshot gemacht. Da freuen sie sich. Dann. Was ist denn das doch? Was hat denn der doch für eine bunte Nase? Versuchst du gerade näher dran zu gehen, das ist halt nicht so einfach, ihr Leid. Ja, ja, ich sehe schon, was mit meinem Sauerstoff los ist. Ich glaube ja wohl nicht im Ernst, dass mir es zum Schiff zurückgepackt hätte. Er hat voll der Zinke hat er, ne? Ach nee, der hat so ein Eis, das ist ein Eis. Also, voll der Zinke hat er hier. Erich. Nee, das ist der. Ja, ja, ich weiß. Der Eissplitter, du. Wir können sie mal probieren, ne? Aber es sollte ziemlich unmöglich sein. Ich muss doch komplett wieder zurückfliegen, weißt du? Bumm. Rechts. Und dann links war das klar, gell? So. Okay, es war wohl schon 20 Minuten um 22 oder was? Das kann natürlich. Ja, ja, klar, ich bin immer hergeflogen, ja, habe ich gar nicht mit ihm gerechnet. Ja, okay, nö, wir haben ja jetzt alles gesehen, ne? Wir hätten es aber eventuell noch zum Schiff zurückschaffen können. Das wäre ja voll cool gewesen. Das wäre ja das Optimum an Fitness gewesen. Ist es aber nicht. Schade, schade. Haben wir halt nicht geschafft. Aber wir sind mal weitergekommen, so. Um den Satz, den ich vorhin gesagt habe. Komm, wollen wir schon mal da sind. Um den Satz, den ich vorhin gesagt habe, was? Ist 10 verbrannte Marshmallows. Ich habe gerade Achievement gekriegt, okay. Zu vervollständigen. Wie willst du die Sache von gestern, das mit der Qual auf der Untiefe der Riese, dass du in ein bestimmter Strudel rennen musst, denn du, wenn das nicht weißt, dass der sich einfach anders darum dreht. Durch Zufall, aber wirklich nur durch Zufall, wärst du vielleicht schon in einen hingeballert, aber das war's danach. Wenn du das nicht weißt, hast du verloren. Und dann noch, okay, alles klar, wir gucken jetzt da drin, welche? Warte mal, wir gucken uns das jetzt an. Ach, da guck. Hast du noch was? Nein, erst nur das. So. Ich rede jetzt mal erstmal weiter. Und dann noch, welche? Okay, du wärst dann da runter. Okay, alles klar. Und dann siehst du ohne die Kuchel. Und da sind dann die Qualle. Die Qualle sind ja aber nicht immer Haus, ne? Sondern du musst wissen, dass die hoch und runter gehen, so, alles klar, also in das Elektrosphäre rein und raus. Und dann musst du wissen, wann sie Haus sind, also schlauerweise, musst du dich von unten in de Poppes von der Qual, da musst du nicht schwimmen, in den Kopf von der Qual. Und dann musst du da drin warten, bis die Qual runter geht. Und du durch das Elektrofeld durch ist. So, und jetzt sag du mir mal, du siehst diese Qualle. Du schwimmst auf die zu. Du greifst ran den Kopf oder was weiß ich was. Und du kriegst eine gebatscht.
da greifst du doch nicht nach fünf Mal dran, oder? Da kommst du doch gar nicht erst auf die Idee, an der Hinre zu gehen von der Qual. Und selbst wenn du an der Hinre gehst und dann denkst du da, ah geil, guck mal, der Hinre von der Qual, du kriegst schon gar nichts gebatscht, dann gehst du ja trotzdem nicht und denkst auch, geil, ich schluppere jetzt mal hin in den Arsch hin, voll lustig. Nee, machst du ja auch nicht. Weil du hast vorher schon einige gebatscht gekriegt, du wirst wahrscheinlich den braunen Zug mitkriegen, wenn du von hinten versuchst, ihn zu dringen. Ey, und dann warst du im Kopf, okay, dann bist du im Kopf und denkst, hey, geil, ich bin im Kopf. Wenn du vorher nicht geschnallt hast, dass die ganz langsam hoch und runter gehen, die Sphäre, ey, es ist quasi, ich sah, es ist unmöglich, ohne Internet die Scheiße rauszufinden. Also, so, egal, so, zerbrochener Kern. Ich fand die beiden vermissten Mitglieder der Besatzung des Nomai-Shuttles in der Nähe eines großen zerbrochenen Steins, der aussah, was ein Satz, als wäre er von innen explodiert. Die Nomai verfolgten die seltsamen Energiesignaturen bis zu einer kugelförmigen Steinhülle, die mit einer Art fremdartiger Materie gefüllt war. Sie stellten fest, dass diese fremdartige Materie tödlich war und unter extremem Druck stand. Sollte der Stein zerbrechen, würde sich diese fremdartige Materie in Windeseile ausbreiten und das ganze Sternensystem überziehen. Eine der Nomai blieb zurück, um die fremde Materie zu untersuchen, während die andere zurück an die Oberfläche eilte, um den Rest der Nomai zu warnen. Aha, das hat wohl nicht funktioniert mit dem Rest der Nomai warnen. Weil die Zwett haben ja Obolaie gesehen. Die hat ja am Ingang gelegt. Also die hat mit dem Kopf nur außen, die wollte halt rausrennen. Okay, und vorher war ja Ding, dass das Schiff kein Funksignal hat, je tiefer sie drin sind. Also wahrscheinlich hat die ja nicht rausfunken können. Hier, pass auf, hier, ganz schlimm, ganz schlimm. Und deswegen steht da noch das blöde Schiff rum und ist vereist. So. Eingefrorenes Dingsbuch. Was, da gibt es immer noch was zu entdecken, labern. Jetzt muss ich da jetzt wirklich hin. Quasi. Ja, ist gut, ne? Was? Oh Moment, ich kann einfach da. Schwerkraftkanone. Angefrorenes Nomai-Shuttle. Mit der Schwerkraftkanone. Okay, ich kann das Shuttle zurückrufen, aber warum soll ich das machen? Ja, das weiß ich, das habe ich schon gemacht, ne? War aber halt wohl noch ingefroren. Dann kriege ich du jetzt angezeigt, dass du noch was zu entdecken gibt? Muss ich vielleicht doch an dem Schiff warten, bis es aufgetaut ist oder so? Keine Ahnung. Haben wir schon noch irgendwas Interessantes? Was ist denn das da? Ja, stimmt. Da hätte ich jetzt wieder Bock drauf. So im Nachhinein gesehen, war das schön. Schön gechillt. Ja, wir waren in der. Oh ja. Oh, das ist so genau so ein Ding. Ne? Wir waren ja da in dem Dornending. In dem Schwarzdorn heißt es, glaube ich. Und haben auch den gefunden, wo der Schemen und der Monika spielt und sowas. Dorin zu finden ist auch schon mal genial. Also auch wieder so ein Ding, wo ich sah, sag mal, wollt ihr uns verarschen oder was? Ja, haben wir einen gefunden, der hat gesagt, geh mal an der Hintere vom Fusch. Und also vom Skelettfusch. Und da ist eine Höhle, da ist eine Qual drin, die habe ich versucht zu essen, schmeckt komisch. Dann sind wir da hingegangen. Und das Ding ist halt, ja, dann war die Zeit um. Ich habe nicht geschnallt, dass man auch hier wieder in der Arsch von der Qual hätte müssen. Ja, weil natürlich, was gibt es halt zu essen? Qualle-Darm. Ja, geil, stehe ich drauf. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das hört sich doch gut an, ne? So, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Da habe ich jetzt zwei Folgen nicht gemacht oder drei, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ist es dann her. Und mal da mal wieder hingehen. Die Zwillingsdinger da, das ganze Zwillingsgedönse, das gibt was Gräseres, da muss ich echt Bock fahren. die Statueinsel, ne? Die haben wir noch nicht wirklich gefunden, scheinbar. Ich dachte, dass man die da gefunden hätte oder so. Also, ne, du kriegst schon, also nicht, aber irgendwo. Oh, wir machen das Ding weg da. Irgendwo kriege ich auch gezeigt, dass da noch was fehlt. Dann kannst du einfach mal lesen. Okay, das ist nett. Da gehen wir näher dran. Irgendwo kriegen wir auch gezeigt, dass noch was fehlt. Wo war denn das? Das ist die gefrorene Qualle. Eingefrorenes Nomai-Shuttle.
Sonnenlose Stadt. Ah, da habe ich noch gar keinen Blick drauf. Seegrundhöhle. Was ist denn das? Wenn du das sagst. Ja. Merkt man das, dass ich mich gerade vor Trick weiterzumachen? Nee, Quatsch. Ich würde aber sagen, ihr Leid, wo habe ich Bock drauf? Was ist noch? Ja. So, irgendwo gab es halt einen Eintrag. Ne? So, Statuenwerkstatt. So scheint es wohl noch was zu geben. Ja, Moment. Vorhin stand doch noch irgendwo, es gibt doch was. Ne? Gerüchte-Modus finden. So. Vorhin stand doch halt noch, es gibt doch noch was zu entdecken. Ja. Ich würde halt sagen, wir fliegen jetzt halt doch hin, ne? So. Also nicht jetzt, weil jetzt machen wir nämlich hier Pause. Guck mal, wir laufen noch ein bisschen so rum, oder? War schon lange nicht mehr. So ein bisschen so rumgelatscht und geguckt, was gibt. Kann ich da oben drauf fliegen? Schwerkraft 1. Moment. Das war doch schon mal nicht gut. Es war doch schon mal ganz gut. War doch schon mal nicht gut. Es war doch schon mal ganz gut, wollte ich sagen. Okay, noch ein bisschen warte. Machen wir das einfach so, ne? Vielleicht ist es ja nicht davor geeignet, drauf zu stehen. Kann ja auch sein. Auch ist es. Zap, zap. Hallo. Guck mal, labere mal oder ohne, bist schon mit der Leid. Was überlebe. Hallöchen. Hallo Küken. Ich habe gehört, dass du uns verlässt, bei Ständen nach Abenteuern zu suchen. Wenn du zurückkommst, können wir ja zusammen einen Eisenhunder Flaschen und einen guten Zug, guten Zeug aufmachen. Eigentlich suche ich nur ein Abenteuer bei einem Stern, die anderen sind zu weit weg. Okay. Ja. Ich. Oh, ja, cool, Gecko. Gehen wir ins Observatorium. Ja, da unten ist so Höhle drin, ne? Die haben wir ja auch schon erforscht. Ich weiß gar nicht, ob ein Hammer hier schon alles erforscht. Sieht man nicht. Wir gehen mal da oben hin und hucken uns auf deine schwarze Stelle. Was machst du da? Was mache ich da, meine ich? Nix. Moment. Wo geht's da? Da geht's. Ich muss irgendwo nicht gehen. Ne? Der angelt. Hey, warte mal. Fischgedicht. Warum beißen denn die Fische nicht? Okay, sehr gut. Da würde ich hinfliegen. Warum würdest du da hinfliegen? Einmal, als das restliche Dorf schon geschlafen hat und wir beide am Lagerfeuer saßen, hat Gabbro mir von der ersten Reise auf die Untiefen der Riesen erzählt. Gabbro konnte einfach in den Wellen landen, aber nicht weit nach unten sehen, wahrscheinlich weil das Wasser so trüb war, so dunkel. Gabbro wollte sehen, was unter der Oberfläche lag und hat deshalb beschlossen, tiefer zu gehen. Es ist immer tiefer und tiefer und tiefer nach unten vorgedrungen. Und plötzlich ging es nicht mehr weiter. Ja, ich habe unterschätzt, wie langweilig das wäre. Tschüss! geil. So, was hier ist? Observatorium. Nee, jetzt pass auf, acht. Folgendes. Wo ist der Kern? Pass auf, acht. Das ist jetzt eine gute Idee. Da müssen wir mal hin. Wie sind wir denn nochmal zu dem Kern gekommen? Das machen wir jetzt halt noch. Ja, da gibt es halt wieder ein bisschen Überlänge, ihr wisst ja. wie haben wir denn das alles gemacht? Dass wir da zu dem Kern gekommen sind. Okay, ich weiß, wo ich bin. Ui. Pump, aua. Okay, wo bin ich jetzt? Das ist wohl jetzt ein Thema, ich weiß, wo ich bin, ne? Komm hier, wir bauen dann so ein Dorf.
So, da oben muss ich hin. So. Und zwar, wir fliehen jetzt mal ein bisschen so um die Insel drumherum. Irgendwo steht einer im Wald an dem komischen Kern, wo die Musik da herkommt, weißt du? Ah ja. Moment, zwei Banjo-Spieler. Den suche ich gar nicht. Den suche ich so. Muss ich da nun? Muss ich da hin? Ja, keine Ahnung. Bin ich da nicht gerade hochgegangen? Ja, so viel Treppe waren da noch nie. Das ist ein neues Heisel, war ich da schon mal? Weiß ich nicht. Ach so, ja doch. Ja, wir haben es mal irgendwie hingekriegt. Ich glaube, wir sind halt einfach dann die Wände hoch. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Wir laufen jetzt einfach um deine Planeten drumherum. Ich guck mal. So, warte, ich muss mal da aber schon über den Rand gucken, weil ein bisschen was will ich ja schon sehen, also außer grün-braun die Matsche Pampe. Ja, sehe ich aber nicht. Ja, dann laufen wir einfach an den Polen, gut ist. Nochmal, am Nordpol ist unser Dorf, oder? Was da ist. Kann man nur dann auf unser Dorf runter gucken. Schiff, ja. Auf Schiff kann ich mich schon quasi orientieren, das steht hier im Dorf. Ah, guck mal da. Schön hoher Punkt. Wunderbar. eigentlich will ich an den Nordpol. Weil ich da gerade Bock drauf habe. Ist was Spitzes? Ist das etwa eine Dorne? So, aha. Aha. Da sind wir. Da wollte ich hin. So. Weil. Alter, das sieht. Das hat das schon immer so schlimm ausgesehen? Ich rede jetzt mal mit dem da, dass er das Ding da verhackstickle soll. Hi Küken, ich dachte, du fliegst heute diese Blechstoffe ins Weltall. Was machst du noch hier? Ich habe gesehen, wie etwas über den Horizont abgestürzt ist und es hat mir gar nicht gefallen, was ich auf den Bildern von meinem kleinen Scout gesehen habe. Also dachte ich, ich komme selber hier und sehe es mir an. Ist das ein Schwarzdornsamen? Glaubst du? Sowas habe ich auf Holzkamin noch nie gesehen, also könntest du recht haben. Was es auch ist, es hat ziemlich schnell Wurzeln geschlagen. Das Ding gefällt mir nicht, Küken. Das sage ich ganz deutlich. Ich glaube, ich setze Mägel und Hell drauf an. Wir sollten uns so schnell wie möglich um diese Sache kümmern und niemand kann eine unerwünschte Pflanze schneller entfernen als diese Baumhüter. Ich muss mir aber zuerst ansehen, was in dem Samen steckt. Ohne zu wissen, was da drin ist, will ich niemanden losschicken, um eine Pflanze zu zerhacken, die vielleicht gefährlich sein könnte. Taff kann mir helfen, den alten Scoutwerfer hierher zu schleppen. Die Öffnung ist ganz offensichtlich zu eng, als dass jemand durchpassen könnte und ich stecke nicht einfach meine Hand in so einen unangenehm aussehenden Samen, ohne irgendwas zu sehen. Ich kann auch leicht einen Arm verlieren oder zwei. Wir kennen ja das Nomonin-Schieße, haben wir schon mal gemacht, ne? Das Ding ist, jetzt pass auf, acht. Der schieße da unten hin. Irgendwann. Okay. Ja, irgendwann siehst du halt. So, okay. Ich dachte, da könnte ich jetzt hingehen. Ja, der Same ist schlimm. Der Feldspat huckt da drin, macht Musik. Und der hat gesagt, hack das Ding klar, weil der Same tut quasi der Planet kaputt machen. Ey, du hast übrigens die Felde bei, ne? Du hast ja Appes bei. Ich habe einen kleinen Scout in den Samen geschickt. Was hast du gemacht? Und du sagst, sieht innen größer aus? Es wird eine Menge Arbeit werden, das Ding zu zerhacken. Können wir überhaupt den Samen entfernen, der nicht mal einen Anstand besitzt, überall gleich groß zu sein?
Vielleicht nehme ich vorsichtshalber lieber eine zusätzliche Axt mit. Oder auch drei. Gute Idee. Okay, alles klar. Schade. Ich dachte, mir könnte da jetzt Hifli und könnte dem sagen, ja Junge, ist schlimm. Mach die Scheiße kaputt. Hack alles klein, mach alles kaputt, leb dich aus, Junge. Aber, ja. Ging halt wohl nicht so. Was mache ich hier eigentlich, ne? Eigentlich ist ja die Folge fertig. Okay, dann soll ich euch noch zeigen, wie man stirbt. So langsam muss es aber. Ach komm. Bring das mal durch. Da siehst du. Wo ist das da hin? Kann man doch nicht auch schon? Keine Ahnung. Wir fliehen einfach mal hin. Hui. Ja doch, das ist da, wo das Lagerfeuer ist. Da. War mal alles schon. So, ihr Leid. So sicher haben wir noch 6 extra Minuten geredet. Brauche nicht Danke zu sagen. Aber ich freue mich, wenn ihr in die Kommentare Danke schreibe. Einfach nur Danke. Mit G bitte. D-A-N-G-E. Danke. Ja. Oh. Also rundes Ding aber drauf. Ja, und dann. So. Dann kann ich nach Schee Danke schreiben. Ich kann den aber wirklich erst essen, ne? Wenn er schon verkokelt ist. Dann kann ich schön Danke schreiben, dass ich euch jetzt so die 6, mittlerweile fast schon 7 extra Minuten gebe habe. In diesem Sinne hier. Ja, sorry. Gibt's hier jetzt ein extra Marshmallow? Können wir gehen. Bisschen kross, weißt du? So. Oh, das ist ja kaputt. Noch einer. Danke. So. Hopp. Tschüss, ihr Leid. Bis morgen, wo wir uns nochmal die Statueinsel oder so vielleicht angucken. Vielleicht gehen wir aber auch nochmal Schwarzdorn. Wenn ich was Gechilltes haben will, gehe ich nochmal Schwarzdorn. Das finde ich cool. Hopp, ihr Leid. Bis morgen. Tschö. Tschö, sollte das heißen. Damit tschüss, nur mit Öl.